Freunde, kurz mal ein Video von Julian. Luciano zeigt nach seinem Shutterfolg seine neue Rolex. Verdammt nochmal, Luciano. So ein Eiser und Bling Bling. Wo hast du doch schon ein paar von? Was willst du eigentlich die ganze Zeit mit diesen ganzen Uhren? Mal eine Frage nur an dich oder an die anderen Rapper, Mann. Was macht ihr mit diesen Uhren? Kauft ihr euch extra so eine Uhrentruhe und packt die da einfach nur rein und lässt die verstauben? Digga, packt die doch in Tresor oder so, keine Ahnung. Wenn du sie trägst, kriegst du Kratzer und verliert an Wert, Mann. Aber wie viel will man davon haben, Digga? Du hast doch nur ein Armgelenk. Du passt vielleicht 10 drauf. Dann gehst du vielleicht im Dunkeln nicht verloren. Oder im Club leuchtest du halt wie die Disco-Kugel. Kriegst du vielleicht die ein oder andere die Lara ab, keine Frage. Seid ihr auch vom Herzen gegönnt, Mann. Wir wollen doch alle, ihr wisst doch Bescheid, Mann. Aber man kann es ja auch echt übertreiben, sich bei jedem immer diese Is-Out-Uhren zu kaufen. Also für den Boss ist das unnötig. Man kann auch reich sein, ohne sich diese Uhren zu kaufen, Leute. Also investiert euer Geld in Immobilien, NFTs oder in Aktien. Irgendwas, was euch mehr Paddel bringt. Aber es zieht euch ja 40 Mille ab, Leute. Das ist die reinste Geldverschwendung. Bei Rolex kann man es vielleicht verstehen, aber so bei Patek oder so. Nee, ich weiß nicht, Leute. Das sieht aus wie so Oma-Uhren. Da denke ich an Prinz Markus, der diese Uhren-Opa-Sammlung 50.000 Mal hat, Mann. Okay, meine Freunde, das war's wieder von meinem Boss. Abonniert gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.